Der Euro bricht zusammen. Griechenland ist pleite. Großbritannien wandert aus Europa aus. Der Islamische Staat übernimmt die Welt. Die Weltuntergangsuhr steht auf 2,5 Minuten vor 12. Es geht alles einen Bach runter. Also ist denn das wirklich so? Nein! Nein! Es ist viel besser, als man denkt. Es ist eigentlich Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wir müssen eine Party feiern. Was glaubt ihr denn? Die Welt wird immer besser. Ja, ja, ja. Und nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt irgendwas eingeworfen. Nein, nein, sondern es ist, ja, man muss sich mal die Zahlen angucken. Einfach mal die Fakten angucken, und zwar die richtigen Fakten. Und dann sieht man auch, der Wahnsinn, die Welt ist wirklich besser geworden. Und zwar viel besser. Wenn man sich das mal anschaut, wie aus dem vom Jahre 1800 bis heute die durchschnittliche Lebenserwartung auf der Welt angestiegen ist. Ist der Hammer. Früher sind die so 40 Jahre alt geworden, das war Feierabend. Aber seitdem, in allen Kontinenten wächst die Lebenserwartung. Das muss man sich mal vorstellen. Die Anzahl der Mordopfer in Deutschland, jetzt hier offizielle Statistik, wunderbar, zwischen dem Jahr 2000 und 2015. Im Jahr 2000 wurden 497 Menschen in Deutschland ermordet. Das ist also die registrierte Nummer. Wie viele tatsächlich ermordet worden sind, das weiß man natürlich nicht. Und im Jahr 2015 waren es noch 296. Na, was merken wir? Also statt 500, 300. Das ist doch irre. Und dann könnte man natürlich, man könnte ja mal zurückgehen und könnte mal richtig tief in die Erdgeschichte, nicht in die Erd, aber in die Menschheitsgeschichte zurückgehen. Damals, als wir Homo sapiens noch Jäger und Sammler waren, wie war es denn da? Dann kann man nämlich das, wenn man sich das anschaut, und zwar auch wirklich, doch, man kann das vergleichen, indem man also zum Beispiel in Gräbern nachguckt, wie viele Leute sind da begraben worden, die erschlagen worden sind oder sowas. Dann stellt man fest, heute ist es 500 Mal unwahrscheinlicher, ermordet zu werden, als noch zu der Zeit, als angeblich alles so super gewesen ist und der Mensch noch im Einklang mit der Natur gewesen ist. Eine ganz andere Geschichte, die natürlich auch was damit zu tun hat, dass die Leute heute länger leben. Die Impfkampagnen auf der Welt. Das Impfen hat die Welt besser gemacht. Wirklich wahr. Also, beste Beispiel ist ja hier in Europa. Die Pocken. Die haben ja Millionen umgebracht. Millionen. Noch im 19. Jahrhundert. Und heute? Wie viele neue Pockentote gibt es in Europa? Die Zahl lautet Zero. Null. 1980 sind nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation weltweit 800.000 Kindern an Masern gestorben. Heute 20 mal weniger. Kann man rechnen? Klar, 40.000. Was glaubt ihr, wie viel Prozent der Weltbevölkerung heutzutage lesen und schreiben können? Ja, früher so gut wie 10% höchstens. Heute sind wir bei 3/4, also 75% der Weltbevölkerung können heute lesen und schreiben. Das meint man gar nicht. Also manchmal habe ich das Gefühl, die können zwar lesen und schreiben, aber sie tun es nicht. Aber sie können es, immerhin. Ja? Das ist doch toll. Ja? Achtung, ganz tolle Nachrichten. Meint man auch nicht, weil man immer denkt, mein Gott, diese Firmen, diese westlichen Firmen, die versklaven doch ganze Kontinente. In der Tat ist es natürlich immer noch schlimm, aber es ist besser geworden. Die Zahl der Kinder, die weltweit arbeiten müssen oder gar lebensgefährliche Arbeiten ausführen müssen, hat sich in den letzten 16 Jahren fast halbiert. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ist das nicht irre? Oder wie die Armut zurückgeht? Schaut man sich die Zahlen an, dann sieht man also, dass praktisch auf allen Kontinenten die Armut zurückgegangen ist. Der weltweite Anteil der Menschen, die nicht mehr in Armut leben, steigt und steigt und steigt. Die Kindersterblichkeit ist unglaublich gesunken. Allein in Deutschland starben 1870, muss man sich überlegen, 1870 ist noch nicht so lange her, Gründung des Deutschen Reiches 1871, also im Jahr 1870 starben in Deutschland 250 von 1000 Kindern, also 25%. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Zahl ist heute bei 3,4 angelangt. 3,4 von 1000. Auch schlimm, aber viel, 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 viel besser geworden. Also was ich eigentlich damit sagen will, ist, es ist ein bisschen ungerecht gegenüber der jetzigen Zeit immer zu sagen, früher war alles besser. Im Gegenteil, jetzt ist die Welt besser als vorher. Und zwar deutlich. Und warum? Weil wir es wollten. Weil wir diese Veränderung gewollt haben.
Das heißt, wenn wir was, wir können was machen. Wir können richtig was tun. Und das finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Moment, dass man versteht, dass wir tatsächlich die Welt besser machen können. Sie ist uns in die Hände gegeben und wir können sie besser machen. Und angesichts dieser Zahlen kann ich nur sagen, es gibt zum Optimismus wirklich jeden Anlass und es gibt zum Optimismus keine Alternative.